herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Noala, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie echt sind seine Gefühle? Die Karte in die Mitte ist für dich eine wichtige Botschaft und hier zeigt sich ein Anker. Und Anker bedeutet verankert zu sein, endlich angekommen zu sein. Und das entspricht seinen Gedanken und Gefühlen. Jetzt betrachten wir dein Gegenwart und das zeigt hier dieses Bild. Und diese Königin herrscht über die Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Beherrsche deine Gefühle ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Unsicherheit. Außerdem, das ist auch dein Auftreten und so nimmt er dich auch wahr, eine gefühlsvolle Frau. Und entsteht bei ihm auch die Gefühle, was euch verbindet. Jetzt betrachten wir sein Gegenwart und das symbolisiert hier diese Karte. Dieser Rad symbolisiert die Schicksalsrad. Die Seele, wenn Seelenreise macht, bewegt sich in diesem Rad. Und die Begegnungen, die seelischen Begegnungen, heißt dann schicksalhafte Begegnungen. Und hier wird auch schicksalhafte Entscheidungen und schicksalhafte Veränderungen da sein. Und genau die Richtung bewegt er sich auch. Und das ist die Richtung, deine Richtung. Sein Auge ist noch geschlossen, er muss noch etwas erkennen oder noch etwas klären. Aber das ist die Tendenz. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Man könnte sagen, das hat Hand und Fuß. Und hier erscheint diese Zahl. Die Münzen symbolisieren die Erde-Element und das bedeutet Realität, Sicherheit, Stabilität und das Bild zeigt sich hier Fortuna, das Glück. Du hast mit diesem Mann, mit dieser Beziehung auch Glück und ihr werdet auch glückliche Lebensumstände haben. Und jetzt schauen wir das Verborgene, die Geheimnisse bei dir. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier die Sternenhimmel. Und das bedeutet auch Glück. Das ist ein Glückssymbol. Bedeutet aber auch, das ist im Sternen geschrieben. Also sind wir wieder bei Schicksal. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild und das sind diese goldenen Taler. Das kann seine finanzielle Situation sein, was ihm bremst, weil er kann nicht viel bewegen. Immerhin zeigt eine Bewegung, aber eine gewisse Unsicherheit in seiner Haltung. Und das sind die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Jetzt schauen wir sein Geheimnis an und das zeigt hier diese Mondlandschaft und das entspricht seinen Gefühlen, seine Sehnsüchte, seine Träume. Dann hast du schon die Antwort auf deine Frage, wie tief sind seine Gefühle? Ja, es sind wirklich tiefen Gefühle da. Die Anker symbolisiert nicht nur verankert zu sein, angekommen zu sein, sondern Anker symbolisiert auch das Berufliche. Natürlich, wenn er Gedanken macht über Finanzen und über die berufliche Situation, immerhin habt ihr große Entfernung und er muss das auch natürlich überlegen, was ist dann, wenn er zu dir zieht, wie geht das weiter beruflich und finanziell. Und genau das, diese Gedankenmuster bremst ihn ein bisschen. Hat aber nicht mit
die Gefühlen was zu tun, sondern es sind existenzielle Ängste. Jetzt klären wir seine Gefühle mit diesen Gefühlsklärungskarten. Das sind eigentlich für Kinder gezeichnet, aber ich finde das so liebevoll. Und wir Erwachsenen können auch die Gefühle mal klären. Und jetzt lese ich das vor und das betrifft seine Gefühle. Ich bin das Drama-Lama. Ich werde zickig, wenn ich meine Willen nicht bekomme. Ich mache alles schwerer, als es in Wahrheit ist. Liebe Nuala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.